herzlich willkommen zurück bei einem neuen YouTube-Video. Ich bin wieder zurück. Ich hatte eine kleine, aber feine YouTube-Pause. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, denn ich habe die Videos ja vorproduziert. Aber der ein oder andere, der mir vielleicht auch auf Instagram oder TikTok folgt, der weiß jetzt, warum ich diese Pause hatte. Und das wäre jetzt wahrscheinlich der Moment, wo die meisten sagen würden, ja, ich bin schwanger, ich habe ein Kind. Nee, ich war einfach nur reisen. Ich war 3 Wochen in Costa Rica. Und habe da natürlich einiges erlebt. Und warum erzähle ich euch das Ganze jetzt? Ich bin ja kein Reiseblogger. Ganz einfach. Für mich gehört beim Sightseeing sozusagen eine ganz wichtige Sache immer mit dazu und ist für mich einer der Prioritäten sogar. Da gucke ich immer direkt nach und das ist das Essen. Und vor allem das vegane Essen natürlich. Das macht es in dem ein oder anderen Land ist vielleicht sogar ein bisschen schwieriger. Und das dachte ich mir auch im Vorhinein. Ich habe auch schon so ein bisschen bei YouTube geguckt und gegoogelt. Wie läuft es denn da so vegan in Costa Rica? Wie ist denn da so die Auswahl? Ich habe mir da jetzt nicht so viel erhofft und als ich mir die YouTube-Videos angeguckt habe, naja, ich sag's mal so, die Auswahl war erstens ein bisschen mau an YouTube-Videos dazu und sie waren jetzt nicht so sonderlich aufregend. Also ich habe jetzt auch keine große vegane Geschmacksexplosion erwartet in Costa Rica, to be honest. Aber ich dachte mir, okay, ich kann ja selbst mal mitfilmen und einfach mal zeigen, wie ist es denn wirklich, ja, sich vegan zu ernähren in Costa Rica, wie läuft es da ab, auch für die Leute vielleicht, die gar nicht nach Costa Rica wollen, sondern einfach nur mal wissen wollen, wie es in anderen Ländern so ist, weil viele stellen sich das ja immer sehr, sehr schwer vor. Ich muss sagen, ich bin da mittlerweile echt entspannt. Also ich denke mir immer so, irgendwas gibt es immer und am Ende kriege ich nur eine Schüssel Reis, dann bin ich auch happy. Ich habe gedacht, das Video wird so, ja okay, ich filme eigentlich die ganze Zeit nur Reis und Bohnen und vielleicht ein bisschen Obst. Aber tatsächlich war ich sehr, sehr positiv überrascht von Costa Rica und deswegen werde ich dieses Video auch in 2 Teile unterteilen. Also hier in diesem ersten Video geht es jetzt erstmal nur um allgemeine Tipps und Tricks, wenn man vegan in Costa Rica unterwegs ist. Das heißt, wir reden über Themen wie, was isst man überhaupt so in Costa Rica, was ist da typisch, was kann man da vegan essen, wie läuft es, wie viel kostet das auch, also was sind da so die Preise, auf was sollte man achten. Und dann im zweiten Video werden wir uns genauer die Orte angucken, also weil ich bin ja echt viel rumgekommen. In den 3 Wochen, wir hatten einen Mietwagen, sind wir wirklich die ganze Ostküste und Westküste lang. Also wir haben super viel gesehen, super viel erlebt und ich als führender Food-Spezialist, wie auch immer ich das nennen möchte, ja, habe natürlich immer die besten Spots rausgesucht. Wir haben dann echt viel gutes Essen gehabt. Das eine oder andere war vielleicht auch gar nicht super geil, aber nichts war dabei eigentlich, was total ekelhaft war, das ist schon mal gut. Thumbs up dafür. Und ich werde euch das alles zeigen. Im nächsten Video kommen dann alle Orte nochmal. Da werden wir alle Orte einzeln uns angucken und die besten veganen Foodspots angucken. Aber jetzt in diesem Video geht es erstmal um allgemeine Tipps und Tricks, wie man sich denn am besten vegan ernährt in Costa Rica, worauf ich geachtet habe und was ich euch mitgeben kann. Deswegen seid gespannt. Ich habe ein paar sehr, sehr gute Tipps ja, mit dabei, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet. Und ich würde sagen, let's go! Faktencheck. Costa Rica hat so ungefähr 5,1 Millionen Einwohner und besteht aus sehr, sehr viel Grün, also sehr viel Regenwald. Es ist gefühlt ein riesiges Naturschutzgebiet, also mega, mega schön. Auch Respekt dafür, dass sie so schön ihre Natur auch dort pflegen, finde ich echt super. Und das ist natürlich für uns Touristen auch wunderbar, denn dann kann man ganz viel Natur erleben. Costa Rica ist aber auch bekannt dafür, dass es so die Schweiz von Lateinamerika ist. Das bedeutet, es ist recht teuer, zumindest im Verhältnis zu den anderen Ländern hier in Lateinamerika. Aber dafür ist es auch sicherer. Das kann ich auch bestätigen, denn ich war auch schon mal in Mexiko und da habe ich mich auf jeden Fall deutlich unsicherer und unwohler gefühlt als Frau in Costa Rica. Würde ich jetzt nicht sagen, dass der Sicherheitsstandard so wie hier in Deutschland ist, aber auf jeden Fall um einiges besser als in Mexiko und ich denke auch in ganz vielen anderen Ländern dort. Aber kommen wir zu den wichtigen Dingen hier, warum ihr auch überhaupt da seid. Was isst man denn so in Costa Rica? Grundsätzlich kann man schon mal sagen, vegane Ernährung ist in Costa Rica um einiges einfacher, als die meisten denken und auch als ich es gedacht habe im Vorhinein, denn was ich so gelesen und gehört habe, war eher eigentlich negativ, sage ich mal, in diesem Bezug. Aber wenn man sich mal so die typischen Speisen von Costa Rica anguckt oder einfach nur, was sie wirklich viel essen und viel in der Ernährung haben, dann fällt einem auf, es ist eigentlich super easy, vegan zu sein. Denn hier besteht die Ernährung oder die typischen Mahlzeiten oft aus Reis, Bohnen, aber auch natürlich ganz viel frisches Obst. Und darauf hatte ich mich schon speziell gefreut. Also ich glaube, jeder, der schon mal in so einem Land war, wo das wirklich auch wächst, das Obst, der weiß, wie
abnormal geil das schmeckt. Also die Mangos, Ananas, Papaya, Banane, das schmeckt einfach so gut dort. Einfach nochmal viel intensiver. Und darauf habe ich mich auch echt gefreut. Das sind ja alles Sachen, die sind schon automatisch vegan. Deswegen ist es eigentlich wirklich gar nicht so schwer. Und auch das typische kostarikanische Gericht, was man so überall findet, das besteht tatsächlich aus sehr, sehr vielen veganen Komponenten. Ja, das ist Gallo Pinto. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist im Prinzip Reis und Bohnen einfach mit ein paar Gewürzen und so. Das findet man fast überall und das ist ja schon an sich vegan. Aber dazu gibt es dann oft meistens, das ist dann so ein Teller, wo es dann irgendwie noch Kochbananen gibt, die auch mega geil sind. Dann irgendwie noch Salat. Salat ist bei den Kostarikanern oft einfach nur ein Salatblatt und ein Stück Tomate. Aber egal. Und dann noch entweder so Tortillas oder Brot dazu. Und in der Regel gibt es dann irgendwie Eier oder Fisch oder Fleisch dazu. Aber ihr merkt schon, es ist ja nur eine Komponente. Das heißt, man kann es ganz leicht veganisieren. Und das heißt, man sagt einfach, ich möchte es gerne vegan haben. Erklärt ihnen vielleicht nochmal, was es ist. Oder sagt einfach, ja, ohne die Eier, ohne Fisch und Fleisch, nur Gemüse, Reis und Bohnen. Und dann ist man schon gut dabei auf jeden Fall. Diese Gerichte findet man vor allem in den sogenannten Sodas. Also das sind so die typischen kleinen Restaurants, die auch vom Staat gefördert werden. Das heißt, die sind auch nochmal günstiger. Wenn ihr also einfach nur so ein Standard-Meal wollt, so eine Standardmahlzeit, dann könnt ihr da gerne in so Sodas gehen. Also die heißen wirklich so. Da kriegt ihr es meistens günstiger. Und könnt auch mal einfach so ein typisches kostarikanisches Gericht essen. Natürlich gibt es auch viel Fisch oder Fleisch in Costa Rica, aber eben auch ganz viel, was vegan ist. Und unter anderem ist da zum Beispiel Platanos. Ich hoffe auch, ich spreche das richtig aus. Das ist die Kochbanane. Denn die wird dort einfach gebraten, also angebraten in Öl. Ich glaube manchmal auch frittiert, ich weiß es gar nicht so genau, aber auf jeden Fall in Öl irgendwie gebraten und es schmeckt so lecker. Also das gibt es auch, habe ich ja eben auch schon erwähnt, bei diesem typischen kostarikanischen Gericht ist das auch meistens dabei. Vor allem, wenn man das veganisieren lässt, weil da brauchen die ja immer irgendeinen Ersatz und da hatten wir es eigentlich immer dabei. Kann man auch easy selbst machen, also könnte man theoretisch auch hier in Deutschland machen. Nur ich habe schon öfter gehört, dass es nicht so einfach ist zu finden hier, so gute Kochbananen. Weil bei uns sind die immer recht unreif, also recht grün. Und dort sind die wirklich sehr, sehr reif, also sehr, sehr süß und das macht sie auch so geil. Ein Tipp, den ich bekommen habe, ist, dass es im Asiamarkt wahrscheinlich eher da sein soll. Also dass man da eher reife Kochbananen findet. Also schaut da gerne mal nach, werde ich auch mal machen, weil ich vermisse das jetzt schon. Ich finde das richtig, richtig geil. Es ist einfach so ein einfacher Snack. Und wirklich sehr, sehr lecker. Abgesehen von der Kochbanane gibt es dort natürlich auch ganz viele andere Früchte und die hatte ich ja gerade schon erwähnt und geschwärmt, denn ich liebe frisches Obst und frisches Obst vor Ort in Costa Rica ist einfach nochmal viel geiler. Also in unserer Zeit jetzt im April, da war vor allem viel Ananas, Papaya, Mango, Banane haben wir ganz, ganz viel gehabt, Wassermelone gab es auch öfter und es hat alles so lecker geschmeckt. Haben wir eigentlich täglich gegessen, entweder so wirklich gegessen als Frucht oder auch als Smoothie. Oder beides. Denn ja, auch die Smoothies, die sind sehr, sehr günstig dort. Das Obst generell ist dort eher günstig, würde ich sagen, und dafür einfach so gut. Ich glaube, man merkt, ich liebe dieses Obst dort. Kleiner Tipp direkt auch für die Smoothies, denn die kann man entweder mit Wasser machen lassen oder mit Milch. Also sagt da am besten dazu, dass ihr sie mit Wasser haben wollt. Ansonsten ja, ist es natürlich nicht mehr vegan. Sehr, sehr selten gibt es die Option, dass man dann auch eine andere Milchsorte reinmachen kann, also eine Alternative zu Kuhmilch. Deswegen einfach mit Wasser bestellen und wenn ihr darauf achtet, dann vielleicht auch am besten sagen, ohne zusätzlichen Zucker, denn das machen die auch öfter rein. Manchmal fragen sie es auch, aber selten eher, habe ich so bemerkt. Und ich finde es persönlich einfach unnötig, da nochmal Zucker reinzuhauen, weil die Früchte, die sind schon wirklich sehr süß und schmeckt schon so sehr, sehr geil. Darauf vielleicht noch achten. Wenn es mal keinen Smoothie gab, dann gab es oft Kaffee in Form von Espresso oder auch Kokosnüsse. Und zwar kann ich euch da empfehlen, diese kleinen Pipas heißen die, meine ich, zu nehmen. Da gibt es ja verschiedene, es gibt ja diese normalen größeren Kokosnüsse, die man vielleicht kennt. Und die Pipas, also ich glaube zumindest, dass die kleinen Pipas genannt werden. Auf jeden Fall, ich habe ja ein Bild hier nochmal eingeblendet, da seht ihr es ja auch. Die schmecken so lecker. Also die sind auch super leicht zu trinken, ihr braucht auch keine Machete, könnt ihr euch sparen. Ihr könnt da einfach so einen Strohhalm reinstecken, also einen Metallstrohhalm logischerweise. Und dann da einfach was trinken, super lecker, super frisch. Also das sind so Trinkkokosnüsse extra und ich trinke zu Hause in Deutschland, mag ich das gar nicht so, so Kokosnusswasser, also so gekauftes. Und ja, da vor Ort aus den Kokosnüssen, dieses frische Kokosnusswasser, das ist so geil, finde ich. Vor allem aus diesen kleinen, wie gesagt, also kann ich sehr empfehlen.
Und zum Kaffee brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Jeder, der Kaffee liebt, der wird sich wohlfühlen in Costa Rica, denn Kaffee wird dort ja auch angebaut und das heißt, ja, man kriegt einfach guten Kaffee. Wie bekannt ist denn jetzt überhaupt Veganismus in Costa Rica? Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Die meisten wussten, was damit anzufangen oder haben sehr gut so getan, als wüssten sie, was sie damit anfangen sollen. Natürlich wird auch hier, wie so oft noch, wo Veganismus einfach noch nicht so ein Thema ist, wird es verwechselt, was ist vegan, was ist vegetarisch. Also dann heißt das so, okay, geht es auch in vegan? Ja klar, ich mache einfach Eier dazu. Nee, Eier sind jetzt nicht vegan. Also da braucht man auch ein bisschen Geduld manchmal. Aber ich würde sagen, vor allem in den touristischeren Gegenden ist es einfach schon angekommen, was vegan ist. Weil sie kennen es von den Leuten, die fragen danach. Also deswegen auch immer nachfragen, dann steigt das Angebot natürlich auch. Was aber noch gar nicht angekommen ist in Costa Rica, ist Hafermilch. Und das war für mich echt überraschend. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das fehlen könnte. Für mich ist Hafermilch so ein Standard einfach mittlerweile. Und vor allem in Deutschland, wenn es irgendwie ja eine Alternative gibt zu Kuhmilch, dann ist da oft auch Hafermilch dabei. Es ist ja hier sehr, sehr beliebt und jeden, den ich kenne, der irgendwie von Kuhmilch umsteigt, die steigen meistens auf Hafermilch um. Meiner Meinung nach auch die beste Milchalternative. Aber gut, es war echt ein Mysterium. Wir haben echt gesucht. Also nicht nur in Cafés oder Restaurants, sondern auch in Supermärkten gibt es überall Mandelmilch, Kokosnussmilch, Sojamilch ist ganz, ganz groß vertreten, teilweise auch Reismilch oder so. Aber Hafermilch kennt da irgendwie keiner so richtig. Wir haben sogar einmal versucht, einer zu erklären, aber sie war so, hä? Ja, gibt's. Und was sie dann erklärt hat, war ein Produkt, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, denn das täuscht. Da kann man sehr leicht reinfallen. Es gibt eine Milch dort, die heißt Leche con Avena, mit meinem besten Spanisch jetzt ausgesprochen. Und das bedeutet, wenn man sich das auch übersetzt, dass es einfach nur Milch mit Hafer ist quasi, aber nicht die Milch aus Hafer. Also hier aufpassen, das ist keine Hafermilch, sondern Kuhmilch mit Hafer dazugefügt. Bisschen weird, finde ich jetzt auch, aber gut. Aufpassen, ich habe es wirklich nur einmal gefunden, Hafermilch, glaube ich. Das war ganz am Ende in Santa Teresa. Dort sind auch sehr viele Yogis und Surfer und da ist vegan auch halt ein größeres Thema. Da hatten sie es zweimal in Cafés, glaube ich, und da gibt es anscheinend auch im Supermarkt, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ja, da Hafermilch muss man dann eher drauf verzichten aktuell. Ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, sie wissen gar nicht, was sie verpassen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, es würde mich mal voll interessieren, was ihr so auf Reisen immer vermisst. Also was ihr sonst zu Hause sehr viel konsumiert. Manchmal fällt es einem ja auch dann erst auf, wenn es nicht mehr da ist. Was wir auch nur sehr selten gefunden haben, war Tofu, aber auch Hummus und Joghurt-Alternativen. Also das gibt es da jetzt auch nicht so viel verbreitet, auch nicht so im Supermarkt. Proteinreich ist es also eine etwas größere Herausforderung, wenn man darauf achtet. Also für jeden, der jetzt nicht so unbedingt Kraftsport macht, das ist jetzt nicht so das Drama. Für jemanden wie mich, der schon Kraftsport recht intensiv betreibt, ist es natürlich schon ein Ding, dass man darauf achtet, wo sind die Proteine drin. Also es ist jetzt auch kein Drama, wenn man das mal ein, zwei Wochen irgendwie weglässt. Aber so bei 3 Wochen habe ich dann schon gedacht, okay, dann nehme ich ein bisschen Proteinpulver einfach mit, dann bin ich da safe und muss mir auch nicht so einen Kopf machen. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Macht es einfach einfacher. Ja, und führt dazu, dass ihr euch nicht die ganze Zeit Gedanken macht, irgendwie, ja, hat es jetzt genug Proteine oder sonst was. Aber wie gesagt, macht auch kein Drama draus, wenn ihr da mal ein, zwei Wochen irgendwie irgendwo seid. Ihr werdet nicht alle eure Gains verlieren. Wobei, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Sieht eher mau aus. Generell würde ich euch auch empfehlen, euch Airbnbs zu nehmen. Ist super easy, mache ich eigentlich immer so auf Reisen, wenn möglich. Einfach, weil man dann auch die Flexibilität hat. Man hat eine Küche, man kann auch mal kochen, auch mal frühstücken zu Hause. Ist einfach entspannter und natürlich auch günstiger, Logo. Wobei ich sagen muss oder gestehen muss, also wir haben gar nicht so viel gekocht wie geplant, sondern waren echt recht oft auswärts essen. Liegt aber auch daran, dass es einfach wirklich gute vegane Auswahl gab. Und deswegen seid gespannt aufs zweite Video, verpasst es auf jeden Fall nicht, wo ich dann die ganzen veganen Spots auch nochmal zeige. Und natürlich aus beruflichen Gründen habe ich natürlich für euch auch außerhalb gegessen, damit ihr auch was Tolles zu sehen habt. Was wir schon mal öfter gemacht haben, war sowas wie Porridge zu Hause gegessen habe oder Protein-Pancakes. Meine Protein-Pancakes sind einfach richtig geil. Und die habe ich auch zweimal gemacht oder zwei, dreimal gemacht. Mit frischen Früchten ist das einfach
super lecker. Wir haben auch mal gekocht, da haben wir irgendwie so Chili gemacht mit, einmal hatten wir so Erbsennudelmischung, aber auch einfach mal irgendwie eine Gemüsepfanne mit Reis, irgendwie mit Tofu, wenn wir es mal gefunden haben, oder so Sojaschnetzel. Also wenn wir es gefunden haben im Supermarkt, haben wir es auch eigentlich immer mitgenommen. Und Sojaschnetzel kann man übrigens auch super verwenden, nicht nur für Kochgerichte, sondern auch für Müsli oder so. Da einfach drauf, gibt es so einen geilen Crunch. Mein Tipp des Tages. Also Airbnb kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da seid ihr flexibler und ihr habt auch noch einen Host, der oder die euch ja vielleicht nochmal Tipps geben kann, was man denn so Gutes machen kann in der Gegend. Und ich finde es immer ganz cool. Kommen wir zum Thema Preise. Was kostet veganes Essen in Costa Rica? Ich habe ja schon erwähnt, wir waren recht oft auswärts essen und da merkt man schon, vor allem natürlich in veganen Restaurants oder eher Restaurants, die auch vegane Optionen haben, das sind halt öfter die Restaurants, die auch schon ein bisschen so auf die Touristen ja, ausgelegt sind. Das heißt, die passen da auch ihre Preise natürlich dementsprechend an. Und dementsprechend, ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, Costa Rica ist so die Schweiz von Lateinamerika. Das heißt, da sind die Preise etwas höher, wie man es eigentlich so erwartet bei anderen Ländern, auch in Lateinamerika. Da sagt man eher, dass sie ein bisschen günstiger sind. Costa Rica an sich ist auch schon noch günstiger als Deutschland, aber die Preise kommen dann schon teilweise recht nah dran. Also ich habe ja vorhin auch die Sodas erwähnt, also diese Restaurants, die staatlich gefördert werden, wo es dann vor allem diese typischen Mahlzeiten gibt. Kostarikanisch für vegan leben, das ist dann halt nicht so viel Auswahl. Man kann natürlich, wie gesagt, das veganisieren lassen, aber jeden Tag würde ich das jetzt auch nicht essen wollen. Jetzt auch nicht so Lust drauf. Und da kann man recht günstig essen, aber in den anderen ja, eher vegan freundlichen Restaurants, so ich sag mal, die so ein bisschen hipper sind, so wie es meistens ist, die sind dann halt ein bisschen teurer. Und was heißt das in Costa Rica? Die Gerichte haben dann schon so meistens irgendwie so 6 bis 10 Euro, eher so 8 bis 10 Euro gekostet. So ein Espresso kostet meistens so um die 1000 Kolonnen in so hipperen Läden, sage ich mal. Und 1000 Kolonnen oder 1000 bis 1200, so. Das sind ja so 1,50 Euro bis 2 Euro ungefähr. Und das ist so auch der Moment, wo man sich jetzt fragen müsste, okay, wie kann es eigentlich sein, dass der kostarikanische Kaffee dort fast genauso teuer ist wie bei uns? Nicht, dass ich finde, dass sie zu viel Geld verlangen, sondern eher die Frage, wie kann es sein, dass es bei uns dann so günstig ist eigentlich im Verhältnis, obwohl das natürlich noch über ja, die ganze Welt geschifft wird oder geflogen wird. Bei den Smoothies war es zum Glück so, dass sie recht günstig waren, denn das kommt ja alles von dort, also das haben sie im Überfluss. Man sieht auch überall Kokosnüsse und Bananen und Mangos fallen von den Bäumen, muss man auch ein bisschen aufpassen. Die kosten so meistens um die 2000 Kolonnen. Das heißt, das sind dann so irgendwie 3 Euro oder sowas, also knapp 3 Euro. Finde ich total angemessen und deswegen gab es das auch eigentlich jeden Tag. In Deutschland ist es ja meistens so, dass so ein Smoothie, nur allein weil es Smoothie heißt, eher so 4, 5 oder 6 Euro mal kostet. Dort ist es dann doch im Verhältnis recht günstig. Generell abschließend würde ich sagen, Costa Rica ist jetzt kein super veganes Land, aber es lebt sich dort vegan eigentlich echt easy. Vor allem, wenn man jetzt nicht so krass auf die Proteine fixiert ist, dann ist es eigentlich überhaupt kein Thema. Ich habe versucht, so ein paar Zahlen zu finden, aber es war echt schwierig. Also ich habe nur Zahlen zu Lateinamerika gefunden an sich und das war auch schon 2016. Da hieß es bei einer Umfrage, dass ungefähr 8% vegetarisch sind oder angeben, das zu sein und nur 4% vegan. Ich glaube, die Zahlen sind wahrscheinlich vielleicht auch schon so ein bisschen höher gegangen jetzt letzten Jahres, ja bei uns genauso. Aber man muss auch sagen, da ist es halt nicht so ein großes Thema vegan. Also es kam mir zumindest nicht so vor, eher dort, wo es wirklich touristisch ist. Da merkt man den Umschwung so ein bisschen. Ich muss dazu aber auch sagen, vegan leben ist ja jetzt auch nur in meiner Bubble so ein großes Thema. Ist ja nicht allgemein für jeden so, denn auch in Deutschland sind noch recht wenige Leute vegan. Dementsprechend glaube ich, dass es wirklich machbar ist in Costa Rica. Man kann da echt vor allem durch die geilen Früchte und Reis und Bohnen und so gut klarkommen. Und ich finde persönlich, es war gar kein Problem, vegan in Costa Rica unterwegs zu sein. Abschließend jetzt nochmal meine Top-Tipps für das vegane Essen oder die vegane Ernährung in Costa Rica einmal zusammengefasst.
Tipp Nummer 1, schaut im Vorhinein, wo es denn gutes veganes Essen gibt. Ich mache das immer so, ich gebe einfach bei Google Maps vegan ein und dann kommen die ganzen veganen Spots, lese mir die Bewertung so ein bisschen durch. Aber auch Happy Cow könnt ihr benutzen. Das ist ja auch nochmal eine App für vegane Restaurants. Passt da ein bisschen drauf auf bei den Bewertungen. Ich finde, bei Happy Cow sind die Leute immer super kritisch. Ich weiß ja auch nicht, was mit denen los ist. Apropos Bewertung, vergesst auch nicht, eure Restaurants, die ihr besucht habt, zu bewerten, egal wo, nicht nur in Costa Rica, denn ich weiß, das machen sehr, sehr wenige und ich muss mich auch immer dazu erinnern, aber es hilft natürlich den Inhabern, aber auch anderen, denn wir wollen ja alle, dass wir wissen, wo gutes veganes Essen ist und deswegen müssen wir auch bewerten. Außerdem solltet ihr auch nicht mein zweites Video verpassen, denn das kommt ja als nächstes nochmal mit den besten veganen Foodspots. Ich sag's euch, das wird richtig nice, also aktiviert die Glocke und verpasst es auf jeden Fall nicht. Und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Generell liegt mir das sehr am Herzen. Ich weiß, viele haben irgendwie keinen YouTube-Account oder so, aber es würde mir sehr helfen, wenn ihr euch einfach einen Account macht und mich hier abonniert, damit könnt ihr mich sehr, sehr gut unterstützen und ihr verpasst vor allem auch keine Videos. Das würde mich sehr, sehr freuen. Zweiter Tipp, wenn ihr nicht gerade in einem veganen Restaurant seid, dann fragt einfach nach veganen Optionen oder ob sie irgendetwas vegan gestalten können. Ich habe das ja schon an dem Beispiel von dem typischen kostarikanischen Gericht gezeigt. Einfach nachfragen, das war nie ein Problem. Einfach vielleicht auch nochmal erklären, was vegan ist oder was vor allem nicht drauf sein sollte auf dem Teller. Und da sind die Kostarikaner, so habe ich es zumindest erlebt, super hilfsbereit und offen und ja, versuchen da auch wirklich Verständnis zu zeigen und da irgendwas zusammenzustellen. Das ist echt gar kein Problem. Also mir ist es kein einziges Mal begegnet, dass sie sagen, okay, nö, das geht nicht, du kannst nur das nehmen, was auf der Karte ist. Einfach nachfragen und trauen, das lohnt sich und vor allem zeigt es ja auch wieder, dass da einfach ein Bedarf ist und das merken sich die Inhaber und Inhaberinnen ja auch. Dritter Tipp. Achte darauf, dass die Smoothies mit Wasser sind und nicht mit Milch. Ansonsten habt ihr da Kuhmilch drin und dann ist es logischerweise nicht mehr vegan. Und vierter und letzter Tipp, seid wirklich geduldig und verständnisvoll. Wenn ihr ja den Kostarikanern oder Kostarikanerinnen erklärt, was vegan ist, auch wenn sie es vielleicht nicht so wissen, dann versuchen sie es auch zu verstehen. Und ich würde sagen, einfach immer, Kommunikation ist der Schlüssel. Deswegen versucht da euer Bestes. Es geht ja beim Veganismus auch nicht darum, immer perfekt zu sein, sondern wirklich Tierleid zu vermeiden, wo es geht, also wie es auch praktisch umsetzbar ist. Und das sollte man nie vergessen. Macht euch da nicht selbst zu viel Druck, vor allem auf Reisen ist es halt super schwer oder wenn man auswärts isst, denn man weiß da nie 100%, was wirklich drin ist. Man muss halt immer darauf vertrauen, was einem gesagt wird oder was sie auch verstehen. Dementsprechend ja, seid da nicht zu hart mit euch selbst oder mit anderen. So, nachdem ich jetzt ganz, ganz viele Tipps mit euch geteilt habe, wie ihr denn euch am besten vegan ernähren könnt in Costa Rica oder wie es da so vor sich geht, ich hoffe, ich konnte euch damit auf jeden Fall helfen, ist jetzt natürlich noch die große Frage, wo sind die besten veganen Foodspots in Costa Rica? Diese Frage werde ich euch auf jeden Fall beantworten in meinem nächsten Video, damit ihr das nicht verpasst. Aktiviert, wie gesagt, die Glocke, abonniert den Kanal und ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, es wird sehr, sehr geile Orte geben und ein Ort, das war wirklich so eins der besten veganen Restaurants, wo ich je war. Und das soll was heißen, denn ich war schon bei vielen. Ich würde sagen, Berlin ist ja zum Beispiel auch nicht so schlecht aufgestellt. Aber dass ich das in Costa Rica finde, dachte ich nicht. Also seid gespannt und seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Oder wie man in Costa Rica sagt, pura vida.